Das eine ist sicherlich, es ist relativ leicht, eine Business Angel Finanzierung mittlerweile in Deutschland zu kriegen, aber was viele Leute verwechseln ist, was du dann halt brauchst, wenn du die ersten paar hunderttausend Euro hast, wenn es dann okay läuft, dann jemand, der sagt, komm, ich mache jetzt die 1 bis 3 Millionen Euro da rein in dieses Ding. Weil es gibt zwar einige VCs, mittlerweile auch eine Reihe von US-VCs und britischen, die jetzt hier unterwegs sind, oder UK-VCs, aber ich glaube so mehr VCs, die sagen, das läuft ganz gut. So, und jetzt tue ich nochmal 1 bis 3 Millionen da rein, auf einer halbwegs akzeptablen Bewertung. Ich glaube, davon gibt es nicht genug in Deutschland. Das ist zumindest meine Wahrnehmung, dass das so die Todeszone ist nach dieser Business-Angel-Finanzierung. Also sprich, davon brauchen wir mehr. Und das Zweite ist, und das ist nicht ganz unabhängig voneinander, die Frage ist halt, wie kann man es schaffen, einen besseren Exit-Markt hier zu schaffen? Ja, weil wieso verdienen in den USA halt zumindest einige VCs, die jetzt im Top-Tier sind, ja relativ kontinuierlich Geld, weil es einfach da einen sehr attraktiven Exit-Markt gibt, ne? So, und der sowohl in strategischen Käufern wie Facebook, Google und sonst irgendwas, aber natürlich auch in der IPO-Geschichte besteht. Und ich glaube, hier gibt es sicherlich so jemanden wie Springer, die mal was kaufen, oder auch ein Burda, aber das ist, oder ein Holzbrink, aber das ist, man bräuchte natürlich eigentlich noch deutlich mehr potenzielle Käufer, oder eben irgendeine Art von anderer Exit-Lösung. Das heißt also irgendeine Art von, wie kriege ich vielleicht auch wieder was eine halbwegs solides Geschichte ist, an die Börse. Und ein anderer Weg daraus ist natürlich auch, und ich glaube, den Weg gehen wir ja sowieso schon, die Companies international aufzustellen und dann wiederum für internationale Käufer attraktiver zu sein. Ich glaube, das ist auch nochmal ein Aufruf sozusagen an Gründer. Internationalität, da geht es ja nicht nur darum, irgendwelche Umsätze dazu zu fügen, ne, oder Umsatzpotenziale, sondern eben auch noch, die Company attraktiver zu machen für nicht deutsche Käufer. So, aber da noch intelligente Lösungen irgendwie zu schaffen, vielleicht auch so eine Art, habe ich jetzt null drüber nachgedacht, ne? Aber so eine Art irgendwie deutsches Second Market, wo man eben in der Lage ist, was ja Bergfürst, glaube ich, jetzt auch ein Stück weit versucht, handelbare Anteile oder Handelbarkeit von Startup-Anteilen zu schaffen, ne? Um natürlich auch VCs oder Investoren in irgendeiner Form wieder eine Rückflussmöglichkeit zu ermöglichen. Ich glaube, das fehlt ganz klar.